Und der letzte Redner in der Debatte, Peter Stein für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Klimaabkommen von Paris war historisch. Und irgendwie fühlen sich viele, glaube ich, mit mir heute immer noch wie vor einem Jahr in Paris. Wo ist die Zeit hin, dieses eine Jahr? Jetzt haben wir die COP22 in Marrakesch. In diesem einen Jahr ist unglaublich viel passiert. Und das erklärt wahrscheinlich, warum uns dieser Zeitraum so unglaublich kurz vorkommt. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist. Und ich glaube, das Wichtigste, was aus Paris auch mit hervorgegangen ist, ist die Frage der Regeln, die wir uns gegeben haben. Da geht es um Transparenz, es geht um An- und Abrechnung, es geht um Berichterstattung. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass es auch um Überprüfbarkeit der Erfolge, die wir gemeinsam vereinbart haben, geht. Bis 2018 soll überprüft werden und es ist vereinbart, dass in Marrakesch das auch noch mal herausgehoben wird. Und wenn wir nach Deutschland gucken, einiges ist schon gesagt worden, ich glaube, es ist auch klar, uns jedenfalls in der Regierungskoalition, dass Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung weder in Deutschland noch in der Welt ein Gegensatz sein dürfen. Es muss miteinander laufen. Klima gegen Wirtschaft schadet beiden und bringt uns im Ergebnis nicht wirklich dahin, wo wir hinwollen. Der Staat, das sind in dem Fall wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen und wir müssen klare Regeln aufstellen. Denn die Aufgabe, die wir uns gesetzt haben, ist ohne das Einbinden der Privatwirtschaft nicht zu erreichen. Und zu diesen Rahmenbedingungen gehört beispielsweise auch der Klimaschutzplan, der vorgelegt werden wird. Denn wir dürfen alleine schon der Wettbewerbsfähigkeitswillen unserer deutschen Wirtschaft, unseres Wirtschaftsstandortes Deutschland, das Thema Klimaschutz eben nicht ausblenden. Es muss im Kontext betrachtet werden. Es ist im eigenen Interesse der deutschen Wirtschaft, dass Klimaschutz vorderrangig von uns unterstützt, mit Rahmenbedingungen ausgestattet werden und seitens der deutschen Wirtschaft auch unterstützt wird. Und diese Signale sind sehr deutlich zu verspüren. Und wenn wir dann in den Ressortabstimmungen an einem Punkt sind, wo zwischen den Ressorts verschiedene Meinungen über die Ausgestaltung und der Tiefe bestimmter Aussagen gehen, dann ist das doch nur umso besser zu verstehen, wenn man das in diesen Kontext stellt. Und ich bitte einfach an dieser Stelle auch die Opposition, mal zur Kenntnis zu nehmen, dass die Ziele, die wir uns gegenseitig gesetzt haben, nur zu erreichen sind, wenn wirklich am Ende ein Klimaschutzplan aufgestellt wird, der auch umsetzbar ist. Und da gehört es dazu, alle gesellschaftlichen Gruppierungen einschließlich der deutschen Wirtschaft mitzunehmen. Und wenn wir den Antrag, den wir heute vorgelegt haben, zur Unterstützung nach Marrakesch jetzt nicht in einzelne Details sich ergießen lassen, dann hängt das auch damit zusammen, dass es ein unglaublicher Stapel an Maßnahmen ist, der bereits begonnen und beschlossen worden ist. Das muss man nicht alles wieder aufführen. Ich denke, es ist wichtig, dass dieser Antrag eben nicht nur ein schlichtes Auflisten von Maßnahmen ist, sondern dass es ganz klar die beiden Vertreter der Bundesregierung, Bundesminister Müller und Hendricks, auf den Weg nach Marrakesch mit dieser Unterstützung aus unserem Haus auf den Weg gibt. Und ich möchte an dieser Stelle aus Sicht der Entwicklungszusammenarbeit, denn ich bin ja Mitglied des AWZ, begrüßen, dass dieser globale Ansatz so deutlich in diesem Antrag herausgestrichen worden ist. Ich bedanke mich auch ausdrücklich bei Ministerin Hendricks, dass sie diesen globalen partnerschaftlichen Ansatz auch noch mal so ausdrücklich erwähnt hat. Und es ist gut, dass beide Minister, beide Ministerien in Marrakesch ihren Auftritt haben. Und klar ist im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, dass wir in Solidarität mit den Menschen, die betroffen sind, auch das ist schon in einigen Reden heute deutlich gemacht worden, die von Auswirkungen betroffen sind, dass wir über die Bereiche Minderung, Anpassung, Resilienz reden, dass wir die Entwicklungsländer in ihren Anstrengungen unterstützen und zu diesen Unterstützungen auch beispielsweise mit unseren Durchführungsorganisationen, der GIZ, der KfW, der DEG, den Entwicklungsbanken, gemeinsam auch Projekte und Programme entwickeln und die unterstützen. Ich möchte an dieser Stelle deutlich machen, wir müssen auch, wie gesagt, die Entwicklungsbanken unterstützen und weiterhin ihnen den Freiraum geben, aktiv zu sein im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, im Bereich der Umsetzung von Klimafinanzierung, im Bereich der Umsetzung von Klimaprojekten, in den Bereichen Minderung, Anpassung und Resilienz zum Schutz der Bevölkerung, damit eben nicht das passiert, was vielleicht schon in einigen Bereichen dieser Erde nicht mehr zu verhindern ist, dass zu viele Menschen betroffen sind vom Klimawandel, indem sie Heimat verlieren oder auch Ernährungssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Es ist ein erheblicher Anteil der Entwicklungszusammenarbeit, gerade in diesen Bereichen,
Ernährungssicherheit zu arbeiten. Trinkwasser ist ein Thema, Bewässerung ist ein Thema. Auch das Thema Gesundheit spielt natürlich dabei eine Rolle. Und all das ist im Portfolio der EZ. Und ich freue mich darüber, dass an dieser Stelle ganz klargestellt werden kann, dass die Haushaltsmittel, die das BMZ in den letzten Jahren Aufwuchs bekommen hat, zu einem erheblichen Teil gerade in diese Bereiche hineingesteckt wird. Das BMZ ist einer der größten Klimafinanzierer innerhalb Europas. Und ich glaube, das ist das größtere ausgestattete Ressort von der Finanzierung insgesamt in der Bundesregierung, wenn es um Klimafinanzierung geht. Und ich kann nur sagen, wenn ich mir Projekte in der Welt angucke, ob das Bewässerungsprojekte sind, ob das Resilienzprojekte sind, das sind alles gute Projekte, die in den letzten 2, 3 Jahren noch mal hervorgehoben, auch bearbeitet worden sind. Und da geht von mir an dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank an das, was im BMZ in den letzten 2, 3 Jahren geleistet worden ist. Und den letzten Bereich, den ich jetzt noch hervorheben möchte an dieser Stelle, ist den, den auch der Kollege Schwabe schon hervorgehoben hat, das ist das Thema Menschenrechte. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir in dem Zusammenhang mit Klimaveränderungen, aber auch im Wirken mit partnerschaftlichen Projekten und Programmen in der Welt gerade dieses Thema Menschenrechte auch immer mit im Gepäck haben. Ich glaube, da ist auch gerade die deutsche Bundeskanzlerin die Letzte, die man vorwerfen kann, das nicht immer wieder auch mit anzusprechen und deutlich zu machen. Und ich denke, wir können froh sein, dass wir an der Regierungsführung von der Kanzlerin angefangen über die zuständigen Minister gestandene Leute haben, die auch in der Welt immer wieder dazu klar Position beziehen. Und das ist allemal wert, hier im Parlament auch mit diesem Antrag unterstützt zu werden. Und abschließend möchte ich sagen, dass ich natürlich um Zustimmung für unseren Antrag bitte. Aber ich möchte auch sagen, um die Kritik vielleicht ein bisschen einzufangen, die hier zu der Art und Weise der Erarbeitung des Klimaschutzplanes vorgetragen worden ist. Der Klimaschutzplan ist uns allen, glaube ich, zu wichtig, um es nur auf einen Termin zu binden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Peter Stein.